Tor war es einfach so. Ich fahre so rum, kommt auf einmal jemand an, was ist das? Und meinte so, ey, heißt du nicht Moritz? Nein, hier ist Patrick. Take these walls and rip them down. Take my, and sip them now. So Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Alles klar, Digga, fang mal an. Genau dazu, Leute. Community Time. Heute mal wieder eine schöne Eislauf-Story. Ihr mögt ja die Eislauf-Story so gerne. Ja, und deswegen werdet ihr heute mal wieder eine bekommen, die ich mal wieder erlebt habe. Mal wieder die besten Kommentare heute mal wieder zusammengefasst. Also, es ist gerade 23 Uhr. Ich komme gerade vom Eislauf mal wieder. Heute hatten die bis 22 Uhr auf, deswegen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Kommentar. Und zwar kommt die vom lieben I'm Reacts und er schreibt, herzlichen Glückwunsch zu 1K. Danke auf jeden Fall an alle, die mir bis jetzt herzlichen Glückwunsch für die 1K gesendet haben. Freut mich auf jeden Fall. Ja, es sind ziemlich viele, die mir das geschrieben haben. Jo, deswegen muss ich ein bisschen scrollen. Ey Leute, es ist so krank. Guckt euch das einfach an. Die ersten Kommentare sind... Okay. Okay. Moritz, Minecraft 1.8 oder 1.9? Das fragt der liebe sehr Türk. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall die Minecraft Version 1.8. Ich denke mal, da wird zwar noch was geändert. Ich tue mal mit Popschutz hier sind. Ah, ist klar. Aber ich bin auf jeden Fall ein 1.8-Fan. Der liebe Tracks im MC schreibt, und in welcher Halle gehst du immer? Ich habe mich umbenannt. Jo, ich weiß, dass du dich umbenannt hast. Dein Profil kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich gehe in die... Also wir haben in unserer Stadt nur eine Eishalle. Da gehe ich halt hin. Der liebe Retrax fragt, hey Moritz, ich habe zwei Fragen. Was würdest du als 1 Million Abonnenten-Special machen? Und kannst du mich auf Skype adden? Skype adden, ja. Als 1 Million Abonnenten-Special... Was würde ich denn als 1 Million Abonnenten-Special machen? Ich glaube, ich würde die ganze Zeit darüber labern, wie geil es ist. Nein, Spaß. Ich finde solche Special einfach mega langweilig, deswegen, ich glaube, das guckt sich auch keiner an. Aber, ich glaube, ich würde irgendwas machen, was die anderen noch nicht gemacht haben. So bin ich eigentlich immer. Der liebe JPTK schreibt, hey, hab auch den Labby-Mod, aber weiß nicht, wie das mit der extra Hungerleiste geht. Kannst du bei den Extras kannst du das einstellen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt irgendwie, wie heißt das? Sättigung oder so. Und ja, genau. Der Simon schreibt, ja, ich war im Gameplay dabei. Das Gameplay, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist, glaube ich, von der Woche erspielt. Wenn ihr euch da erkennt, könnt ihr ja mal gerne schreiben. Der liebe Liv Phantom schreibt, wo kann man die Gameplays einschicken? Das geht bei der E-Mail-Adresse mrtzgameplays@gmail.com. Ist auch in der Beschreibung, oder? Glaube ich, ja. Wird einfach mal sein, hoffe ich mal. Der liebe Olmo Artwork schreibt, würdest du eine Niere für Reeves spenden, wenn er sie bräuchte? Was ist das für eine Frage? Eine Niere spenden, alles klar, wenn ich ein Leben damit retten kann. Leute, ich mach das. Der liebe Apero schreibt, Jo Moritz, wollte fragen, ob ich dir bei dem Special helfen kann. Zumindest, wenn du Cinematics brauchst. Nee, eigentlich nicht. Also, ist zwar nett von dir, aber, jo, ist im Moment nicht mehr windig. Dafür fängt es dauernd an zu regnen. Ist einfach scheiße im Moment. Naja, kann man nichts machen. So, der liebe, Max Plays schreibt, sehr unauffällig mit Jan geteamt. Kappa, ja, auf jeden Fall im Gameplay kann man auf jeden Fall gar nicht erkennen, dass ich mit Jan geteamt habe. So, okay. Leute, ich bin einfach gerade im Schnitt und ich merke einfach, lol, ich habe die Eislauf-Story gar nicht erzählt. Und zwar war es einfach so, ich fahre so rum, kommt auf einmal jemand an, was ist das? Und meinte so, ey, heißt du nicht Moritz? Nein, hier ist Patrick. Ich so, ja, klar, warum, woher weißt du das? Er so, dann, ja, bist du, hey Moritz? Nein, hier ist Patrick! Ich so, Leute, ja, kennst du meinen YouTube-Kanal? Er so, ja, und dann ich war total confused, hab gar nichts mehr gecheckt, musste auch ganz schnell weg, weil ich hatte eigentlich voll den Stress gerade. Hab ich dann, am nächsten Tag bin ich dann nochmal hingegangen, hab ihn dann nochmal gesehen, hab ich dann noch mich mit drin ausgesprochen. Er ist auf jeden Fall ein ganz cooler Dude gewesen und ja, jetzt könnt ihr weiter das Video genießen. Tschüss! Möchtest du einmal ein Community-Projekt machen? Ich finde, Community Time ist eigentlich das krasseste Community-Projekt, was es jetzt bis jetzt gab, weil es hat ja sogar Community im Namen. Nicht alles, was Community im Namen hat, hat was mit der Community zu tun, ich weiß. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooles Community-Projekt und das werde ich auch so lange weiterführen, wie ich kann, weil es einfach übertrieben Spaß macht, jedes Mal die Kommentare zu lesen.
Ja, gut. Okay, dann schreibt ihr liebes Weiß HD. Ich verkaufe Moritz Handynummer für 20 Euro. Skype Moritz Gelben, Twitch, Olia. Okay, muss man sagen, du verkaufst jetzt recht günstig. Also ich kenne da schon noch andere Händler, die verkaufen das für... Leute, wenn euch das wieder gefallen hat, nur eine kurze Runde, schreibt konstruktive Fragen oder was weiß ich in die Kommentare, damit ihr 100% safe in die nächste Folge reinkommt. Denn ich hab das, ich kann das locker machen. Also ihr müsst einfach nur ein bisschen Mühe geben in die Kommentaren. Also, Leute, haut rein. Wenn euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns. Und ciao. Get the